Hi, heute mal wieder eine Quick-Tipps-Folge und zwar eine sehr kurze Quick-Tipps-Folge. Ich zeige euch, wie ich diesen Vorher-Nachher-Slider in Final Cut ganz einfach ohne Plugin selbst bastel. Den Effekt habt ihr gesehen in meinem DaVinci Resolve Farbkorrektur-Tutorial, wo ich eben diesen Vorher-Nachher-Slider eben auch eingebaut habe. Das ist ein Effekt, den man jetzt nicht nur bei YouTube-Videos zum Beispiel einsetzen kann, sondern auch bei Kundenaufträgen, wo man eben vorher, nachher zeigen möchte. Da gibt es wirklich vielfältige Einsatzmöglichkeiten und ja, ich zeige euch einfach, wie man das ganz einfach in Final Cut selbst baut. Also viel Spaß mit dem Video, los geht's! Ich bin jetzt hier in Final Cut, habe schon mal eine neue Mediathek geöffnet und habe die Clips importiert. Das ist also einmal ein ungegradeter Shot von diesem Wasserfall und einmal ein gegradeter Shot. Und die lege ich jetzt im ersten Schritt einfach mal übereinander. Was wir jetzt animieren wollen, ist ein Slide von links nach rechts, vom ungegradeten auf das gegradete. Und dafür arbeiten wir jetzt hier mit diesem Beschneiden-Tool. Und zwar gehen wir hier auf die Position rechts und tippen dann hier die volle Breite, in dem Fall ist das 4160 Pixel ein. Und dann ist der Slider sozusagen ganz links. Und jetzt gehen wir an die Stelle, wo der Slide sozusagen anfangen soll. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf die Mitte und setze jetzt hier rechts auf diesem kleinen Plus ein Keyframe. Und diese Stelle ist jetzt sozusagen eingespeichert als Start unseres Slides. Jetzt gehe ich mit dem Cursor hier unten an die Stelle, wo der Slide eben zu Ende sein soll. Also einfach ein paar Pixel bzw. ein, zwei Sekunden weiter nach rechts. Und hier drücke ich jetzt einfach auf die 0. Dann drückt man noch Enter und dann ist der Slide eigentlich schon fertig. Wir gucken uns das Ganze mal an, wie das jetzt aussieht. Und das war's auch schon wieder. Also ihr habt gesehen, es ist wirklich super easy gemacht und ein schöner Effekt. Und man muss jetzt nicht irgendwie so ein Vorher-Nachher-Plugin irgendwie kaufen. Diese Plugins kosten dann immer irgendwie zwischen 30 und 50 Euro. Kann man sich eben also auch super einfach selbst basteln. Generell kann man sich mit Keyframes sehr viele Sachen einfach selbst basteln und dann eben dadurch auf sehr viele Plugins einfach verzichten, sofern man die Zeit hat, denn Plugins sparen natürlich Zeit. Ich habe mir zum Beispiel früher immer so ein Textfeld selbst gebastelt, wo ich dann diese Fragen irgendwie eingeblendet habe. Und das habe ich dann hier im Textfeld-Editor mit diesem eigenen Textfeld gemacht. Da habe ich dann erstmal hier einen kleinen Text reingeschrieben. Ich tippe jetzt einfach mal Island ein, weil es ein Island-Video ist. Habe das erstmal an die richtige Position gezogen und habe dann hier mit Keyframes, mit der Position, wenn man dann hier wieder den Keyframe aktiviert und das Ganze auf der Y-Achse aus dem Bild starten lässt, dann geht man ein paar Frames weiter nach rechts, drückt dann hier auf die 0, dann ist es an der richtigen Position. Dann schaut man, wie lange man es auf der Position eben haben möchte. Es setzt dann wieder ein Keyframe, geht dann wieder ein paar Sekunden nach hinten und dann wird das Ganze wieder hier aus dem Bild verschwinden lassen und dann sieht das Ganze so aus. Der Text wird eben von unten reingeblendet und verschwindet dann wieder im Bild. Also solche Sachen kann man eben auch mit Keyframes super easy machen und generell alle Formen und alle Sachen kann man irgendwie hin und her bewegen mit Keyframes, indem man sich einfach verschiedene Punkte setzt, eben Startpunkt, Endpunkt und so weiter. Das Ganze hatte ich auch schon mal in einem anderen Video vor ziemlich langer Zeit erklärt. Ist also super easy und macht sehr viel Spaß damit zu arbeiten. Es dauert natürlich ein bisschen länger, als wenn man jetzt einfach irgendwie so ein Plugin sich kauft, aber ich denke, so ist das natürlich eine günstigere Variante und ist natürlich schön, wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Das nächste Video wird dann wieder ein bisschen ausführlicher. Das waren jetzt ja relativ viele kurze Videos in der letzten Zeit, aber ich schaffe es einfach gerade nicht, ausführlichere Videos zu produzieren. Wie gesagt, das nächste Video wird dann bestimmt wieder ein bisschen länger und ausführlicher. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.